Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Steampunk. Habe ich da Löcher unter den Armen? Das sieht so aus, ne? Damit es schön gut belüftet ist. Wie ihr seht, macht mein Stall so langsam Fortschritte. Die Fabrik ist ja schon eigentlich soweit fertig. Da mache ich vielleicht nochmal so ein paar kleine Schönheitskorrekturen dran. Der Stall, der hat zumindest die untere Ebene soweit fertig. Ich habe jetzt eine obere dran gesetzt. Ihr seht vielleicht, dass hier oben nicht so ein kupferfarbenes Ding zu sehen ist, weil da sozusagen die Lücke ist, durch die ich von unten nach oben hochklettern kann. Und ich gehe mal rein, ich kann euch das gerne mal zeigen. Ich muss nämlich sowieso rein, denn ich brauche ein Flugtier. Wie ihr seht, so sieht es momentan aus. Ich habe das hier auch nochmal eingefärbt, genauso wie unten, damit es halt ja zu den Farben der Wände passt. Das ist in etwa dieser Beige-Ton, dann der Kupferton, der könnte, ja, der ist ein bisschen sehr rötlich, aber es gibt keine passendere Farbe. Ich habe schon andere Brauntöne ausprobiert, die sehen alle auch nicht anders aus. Ich habe jetzt auch dementsprechend schon etwas aufgeräumt. Ich hatte ja gesagt, dass ich die kleinen und ganz kleinen Tiere in diese Etage da oben drauf machen werde. Die werde ich dann zwei Wandeinheiten hochmachen. Da habe ich jetzt noch nicht ganz eine rum. Dann kommt nochmal so ein Deckel drauf und dann kommen oben die Flieger. Und die kleinen und ganz kleinen Tiere und die Flieger, die sind inzwischen schon oben. Deswegen sieht das jetzt hier so ein bisschen geräumiger aus. Ja, und ihr könnt euch vielleicht denken, wie ich dann die einzelnen Käfige unterteilen will. Also da oben habe ich schon mal vier Dinger dran gesnappt. Und die werde ich bis nach hier unten dann durchziehen. Hier sind auch nochmal zwei. Ja, ich habe einmal von unten und einmal von oben angefangen. Falls die sich irgendwo nicht treffen sollten, dann muss ich eben, ja, ich musste von oben anfangen, weil ich brauchte Wände, an die diese Treppe snappt. Ja, die snappt leider nicht da an die Wand an sich. Geht leider nicht. Und jetzt habe ich hier erstmal die ganzen relativ großen Tiere. Gut, der Dödi ist jetzt nicht so riesig, aber mit dem gehe ich ab und zu mal Steine farmen und da habe ich dann keine Lust, immer von oben nach unten zu laufen. Das dauert mir einfach zu lange. Ja, die Stegos, die Tirizinos, die Bären, die ganzen Kängurus, die wir haben. Ich habe jetzt nochmal die ein bisschen passender zusammengetan. Also ich habe jetzt sozusagen den mutierten Unterbauch, der ja mal rot war, der jetzt aus irgendeinem Grund weiß ist, auf jeden farbigen Rücken getan, den ich bekommen habe. Und der türkise Rücken, der ist ja auch weiß geworden. Wir haben jetzt also ein mehr oder weniger weißes Känguru hier drin, nur die Mittelfarbe eben nicht. Ja, haben wir weiß, gelb, orange, rot und dann den Joker, der hat eben diesen giftgrünen Unterbauch und den lilanen Rücken und das Känguru, was ich sowieso dann immer benutzen würde. Und diese beiden hier, das sind ja die mit den perfekten Werten, aber ohne Mutation. Möglicherweise, weil es einfach tierisch viele Kängurus sind, werde ich mich von den ursprünglichen Tieren mal trennen. Dann können wir ja einfach die hier Känguru und Ru nennen. So, dann haben wir hier drüben die Iguanodons und die Paras, die Gallimimus, den einen Megalo, sollten eigentlich auch irgendwann mal zwei werden. Dann haben wir Triceratops und die Carbonemis und die beiden Rexe, die ja halt so mittendrin stehen. Ja, möglicherweise mache ich irgendwann nochmal so eine Art Raubtierhaus, wenn wir dann sowas wie Allos und Carnos und so haben. Das passt ja einfach auch alles nicht mehr mit rein, da muss es dann irgendwie nochmal ein extra Gebäude für geben. Und hier oben habe ich jetzt das ganze klitzekleine Viehzeug hingetan, so weit wie möglich in Paaren eben. Und ja, dann die anderen recht kleinen Tiere, also das Schaf zum Beispiel, die Diloskorpione, das Einhorn, die Paris, die Säbelzahnkatze, die Terrorvögel, die Wölfe, die ganzen Raptoren, da haben wir ja nicht ganz so viele. Die Raptoren werden ja wohl auch im März in dem neuen DLC nochmal überarbeitet, da sehen dann die Federn nicht mehr ganz so starr und stachelig aus, sondern mehr wie Federn. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja hier schon unseren Mutierten, der zwar keine Farbmutation mehr hat, obwohl ich welche hatte, sondern der hier hat einfach alle Werte mutiert. Der hat einfach, ja, sehr gute Werte. Weil auf jeden Wert hat er mindestens eine Mutation. Und die Flieger, wie die Tyrannodons, die Argentavis und eben auch den Vivern, die werde ich dann noch eine Etage weiter nach oben setzen. Ja, und den Vivern, den nehme ich mir jetzt. Machen wir hier erstmal ein bisschen was auf Ausdauer drauf. Den Kram brauche ich nicht. Und dann fliegen wir nochmal kurz los. Ich brauche nämlich mal wieder Zement. Ich brauche dringend mehr als diese eine Schnecke. Das reicht einfach vorne und hinten nicht. Ich muss ja trotzdem immer die ganzen Biberdämme plündern. Ich kann nur hoffen, dass hier wieder welche entstanden sind. Ich war nämlich erst am Spieltag davor, da drüben in der Region. Allerdings nicht mit dem Vivern, sondern mit dem Argentavis. Und mir ist erst auf halber Strecke eingefallen, ich hätte auch den Vivern nehmen können. Da hätte ich die Biber zum Beispiel auch besiegen können, anstatt sie immer nur wegzulocken. Es geht bestimmt schneller mit dem hier.
Und vor allem fliegt er natürlich auch deutlich schneller, ne? Ja, dann fliege ich da jetzt mal hin, hole mir ein bisschen Zement. Und wofür brauche ich das? Ich brauche es für den Industrial Cooker. Endlich bin ich im Level 89 angekommen. Da kann man den Industrial Cooker lernen. Und den will ich dann auch herstellen. Und wenn es dann noch reichen sollte, auch an Obsidian bzw. Polymer, dann würde ich vielleicht auch mal den Chemietisch herstellen. Ich mache beides von S+. An sich so rein optisch keine Unterschiede. Möglicherweise ist der Industrial Cooker ein bisschen kleiner. Das kann sein. Ich meine, das wäre so gewesen. Aber die haben halt ein paar andere nette Funktionen. Also erstmal haben sie ja diese ganzen Pull-Funktionen, ja, dass man direkt die Sachen aus den Inventaren der Tiere oder von sonst woher pullen kann. Wobei ich glaube, das geht auch mit den anderen. Das ist ja dann ein übergeordnetes Feature. Aber man hat halt auch die Möglichkeit, die Dinger nicht mit Benzin laufen zu lassen, sondern mit Elektrizität, was natürlich ziemlich angenehm ist. Und das möchte ich dann natürlich auch ganz gerne machen. Sonst müssen wir erstmal hier die Ausdauer wieder aufladen. Ist wirklich ein sehr schönes Tier. Aber Moment mal. Auch hier haben sich die Farben geändert. Der hatte doch rosa Spikes. Ey, was ist denn hier immer nur los? Das ist total nervig. Warum verändern sich denn die Farben der Hälfte meiner Tiere? Der war doch hellgrün mit rosa und nicht türkisblau. Das ist kein anderer. Das ist genau der, den wir hatten. Ich meine, ist jetzt nicht hässlich, aber was soll das? Ja, ist genau wie der türkise Rücken auch weg und der rote Bauch vom Känguru auch weg. Also, das ist ja wirklich super nervig. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, sowas. Ich fand nämlich, dass der echt richtig toll aussah mit diesem rosa hellgrün. Also wirklich. Könnte es ja in dem Vivian-Video angucken. Das ist ja noch nicht so alt. Das ist ja irgendwie vor 2 Folgen gewesen. Könnt ihr euch ja angucken, wie der da ausgesehen hat. Und jetzt sieht er ganz anders aus. Das ist echt eine ziemliche Frechheit, muss ich sagen. Also vor allem, dass das eben auch bei Tieren passiert, die man extra farbmutiert hat. Aber bei den Wilden, ich meine, der hätte ja auch genauso gut so hier aus dem Ei kommen können. Aber wenn ich schon extra mir eine Farbmutation züchte und die ist beim nächsten Mal, wenn ich mich einlogge, einfach wieder weg, das ist schon ziemlich dreist. So, hier unten sind wir ja auch schon bei den Flusslanden. Und da drüben sehen wir auch schon einen Biberdamm. Wir sehen auch schon einen Biber. Den werde ich mal ausschalten. So, komm schon. Oh, da ist gleich der nächste gekommen. Ja, die halten zusammen, die kleinen Bibis. So. Okay, noch einer? Erstmal nicht. Erstmal nicht. So, dann hätte ich gern das und das und den Rest schmeißen wir weg. Sonst spawnen die Dinger ja nicht wieder. Die füllen sich nicht wieder auf. Machen wir den hier noch platt. Da ist, drüben ist noch ein Biberdamm und hier drüben ist noch ein Biberdamm. So. Okay. Ich mag die eigentlich sehr gerne. Es ist grauenvoll, die zu töten. Ich finde die sehr süß. Ich werde mir bestimmt auch noch mal welche holen, aber ich brauche sie jetzt ja nicht mehr so dringend für die Holzbeschaffung, weil ich habe ja auch den Terizino und der ist natürlich auch richtig gut. So, haben wir sie erstmal schockgefroren. Bewegen sie sich nicht so schnell. Außer der eine, der nicht. Den habe ich offenbar nicht erwischt. Der hier ist auch wieder aufgetaut. Na komm schon, mach ihn platt. Es ist ein Biber, ich bitte dich. Oh, 100, ein 150er Biber. Das ist ja umso tragischer. Ach, egal. So, du musst auch noch weg. Ich will nicht unbedingt den Dödi auch noch aggro machen. Das dauert bestimmt ewig, den zu töten. Ja. Ja, die scheinen recht flott wieder zu spawnen. Das ist gut. Wie gesagt, ich bin erst vor vielleicht ein, höchstens 2 Ingame-Tagen hier gewesen.
So, ich kann ihn also herstellen. Das hier ist der S Plus Industrial Cooker. Und ihr seht ja, da steht, can use electricity or gas for fuel. Ja, das ist natürlich toll. Und ja, man kann PIN-coden, aber das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ich kann mir leider den Chemietisch noch nicht leisten. Denn mir fehlen auf jeden Fall Perlen für das Polymer. Ich bräuchte ja 750 Perlen, habe ich aber nicht. Ich habe nur irgendwie 400. Aber jetzt haben wir ja den Hai, da könnte man also auch nochmal Perlen holen. Ich habe auf jeden Fall nicht genügend Kristall. Metall ist kein Problem. 250 Polymer. Können wir mal gucken. Pull. Offenbar habe ich es schon da. Oder wie viel kann man denn jetzt hier noch machen? 34. Naja, gut, viel ist es auch nicht gerade. Ja, mir fehlt also eigentlich alles. 100, ja, 111. Okay, das kann man ja mal kurz durchlaufen lassen. Wir haben hier auf jeden Fall den Industrial Cooker. Und ach, der ist ja verträglich. Ja, der normale ist deutlich, deutlich größer. Also wirklich deutlich größer. Ich habe hier auch genau irgendwo nämlich eine Wasserleitung. Ich würde die dann mal von hier drüben runter rüberziehen. Hier steht zwar irgendwie nicht bewässert, aber also der braucht ja eine, um dran zu snappen. Und ja, mal gucken. So, ich versuch's jetzt mal. Das hier ist das sogenannte Flexi-Rohr. Da kann man irgendwie, ja, irgendwie ansnappen. Wobei ich jetzt auch nicht sehe, dass es irgendwie funktioniert. Wo ist es denn? Mein Flexi-Rohr? Sind die vielleicht nicht nah genug aneinander dran? Das kann natürlich sein. Wie nah müsst ihr denn sein? Ich finde, eigentlich ist es nah genug. Legen wir das mal hier auf die 8. Kann man. Ich sehe das Rohr einfach nicht. Wo ist es denn? Ja, zwei oder more nearby Pipes. Aber das sind doch zwei oder more nearby Pipes, oder nicht? Dann machen wir nochmal irgendwie eine Kreuzung. Ich habe zwar da vorne jetzt schon eine gesetzt. Braucht sich wahrscheinlich gar nicht unbedingt als Kreuzung. S-Plus-Kreuzung. Eine herstellen. Also, weil, ja, wenn ich den Topf genau dahin haben will, aber meine Rohre nun mal genau von hier kommen, ist es ja durchaus möglich, dass man eben nicht so ganz in der Lage ist, das da anzusnappen, wo man das gerne haben will. So, 8. Aha, jetzt geht's. Okay, aber es ist nicht bewässert. Aufheben. Weil das hier ist ja blau. Das hier sieht aus, als wäre es bewässert, aber das hier ist es eben nicht. Sehr, sehr merkwürdig. So, wenn auch sehr umständlich, aber ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich wollte ihn ja eigentlich hierhin haben. Das Problem ist aber, ich hatte hier schon eine Rohrleitung liegen. Das wusste ich. Ich hab mir doch gedacht, ich habe ja die Dinger hier auch angeschlossen. Der funktioniert ja auch nicht ohne. Und ja, wenn ich aber hier drüben, also unten auf dem Boden hier, den Topf stehen haben will, dann geht das leider nicht. Denn sowohl die vertikalen Rohre als auch die schrägen Rohre überbrücken immer genau eine Wandhöhe. Das hier ist ja nur eine halbe Wandhöhe. Das heißt, entweder hängt der Topf in der Luft oder er steckt mitten im Boden drin. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Und ja, deswegen musste es leider etwas umständlich gemacht werden. Aber letzten Endes hat es ja jetzt funktioniert. Leider habe ich aus Versehen dieses Ding hier aufgehoben. Das müssen wir jetzt erstmal gleich wieder anmalen. So, alles hier in dieser Farbe, bitte. Alles klar. Fällt das nicht so auf? Ja, jetzt steckt er halt da drin und das Blöde ist, er steckt halt auch wirklich da drin, in dem anderen Topf. Ich habe ihn jetzt angemalt, da fällt er wenigstens rein optisch nicht ganz so extrem auf. So, und jetzt möchte ich gerne, und ich habe auch schon gesehen, dass es auch da leider ein kleines Problem mit diesem Cooker von Steampunk gibt. Ich möchte jetzt gerne alle meine Eier in Kibbel umwandeln, die ich so habe. Dieser tolle Kochtopf hier, dieser Grill. Der verwandelt aber leider auch gebratenes Fischfleisch in normales gebratenes Fleisch. Das ist natürlich super nervig. Ja, das hätte so nicht sein sollen. Das heißt, ich muss also das Fischfleisch nochmal irgendwo anders machen. Also in dem normalen Ding. Oder ich baue mir halt auch nochmal den Industrial Grill. Ich dachte halt, ich kann mir das alles sparen, weil es gibt ja auch alles von Steampunk, aber offenbar funktioniert es ja von Steampunk nicht so richtig. Also in dem Kochtopf kann man zwar das Unikibbel machen, aber die normalen Kibbel nicht. In dem Ofen kann man zwar gebratenes Fleisch und auch Prime Meat machen, aber Fisch eben nicht. Also das ist schon irgendwie ein bisschen lächerlich. Jetzt muss ich das ja doch immer alles nochmal bauen und nochmal bauen und nochmal bauen.
Naja, was haben wir denn hier? Theoretisch ist das hier der S. Ja, können wir ja einfach mal sagen, alles pullen. Not enough resources. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das blöde Kristall fehlt. Müssen wir also auch nochmal Kristall holen. Und ja, also momentan sieht man halt das Rohr noch. Ich muss das dringend mal aus Metall machen. Ich weiß, warum die Wasserversorgung hier nicht mehr da war, weil unten irgendein blödes Vieh mein Intake kaputt gemacht hat, weil das ja nur aus Stein ist. Ich müsste das unbedingt mal aus Metall machen. Aber vorher muss ich erstmal ein bisschen Kristall holen gehen. Den Grill habe ich gebaut und aufgestellt. Einen Kühlschrank habe ich auch einfach mal daneben gestellt. Eine Lackierpistole habe ich nochmal hergestellt. Das wollte ich auch nochmal. Wie gesagt, für den Chemietisch, da reicht es jetzt noch nicht. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Fisch holen gehen. Und dann werde ich mal sämtliche Eier, die ich so zur Verfügung habe, hier im Eierkollektor, unten im Eierkollektor, muss ich wahrscheinlich mehrere Runden machen, die werde ich mal hochholen und in den Industrial Cooker tun. Und von jeder Sorte Gemüse auf jeden Fall was. Dann gebratenes Fleisch, gebratenes Filet, gebratenen Fisch und normales Jerky und Prime Jerky, Blumen und Pilze und Chitin. Und dann sollten wir eigentlich so ziemlich alles zusammen haben, was wir brauchen, um die allermeisten von den Kibbeln herzustellen. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Kibbel, die noch irgendwas anderes brauchen. Weiß jetzt aber auch nicht genau, was das ist. Und ja, das machen wir dann irgendwann. Also jetzt brauche ich, wie gesagt, erstmal ein bisschen Fisch. So, da ist noch ein Fisch. Ne, muss den aber auch aufsammeln. So, da drüben sind noch Fischchen. Da kommt leider immer ja der Tirizinus da nicht so gut. Na, da haut er sogar ab, der Fisch. Da ist ja noch ein Lachs. Den nehmen wir noch mit. Wie viel haben wir jetzt? Ja, fast 100. Ich weiß, ich habe auch noch mal irgendwie 200 oder so im Futtertrog. Wollte ich da aber eigentlich lassen, weil der Fisch, der verdirbt ja immer so schnell. Und ja, der Otter, der frisst ja nichts anderes als Fisch. Ansonsten haben wir nichts, was nur Fisch frisst. Nur den Otter. Aber den möchte ich natürlich nicht verlieren, denn der war ja wirklich sehr gut im Level. Das wäre schade. Also mir sind tatsächlich schon mal ein oder zwei Otter gestorben, also jetzt nicht hier, in anderen Spielständen, weil ich einfach immer keinen Fisch da hatte. So, ich glaube, das reicht fürs Erste. Gehen wir mal wieder zurück, kochen auch noch den Fisch und dann, ja, wie gesagt, muss ich die ganzen Eier herholen und wir stellen einfach mal alles an Kibbeln her, was es so gibt. Ich bringe jetzt erstmal den Terezino wieder in den Stall. Wenn man die Tiere, ja, ich sag mal, hier so auf dieser Hälfte aufstellt und nicht auf dieser Hälfte da drüben, dann kann man auch noch aus deren Inventaren das Zeug pullen. Ja, deswegen habe ich diese ganzen wichtigen Utility-Dinos, so wie die Tirizinus, die Enkis und den Dödi hier hingestellt. Wobei ich werde jetzt einfach den Fisch mal so mitnehmen. Beeren hast du auch. Können wir gleich mal einen Futtertrog tun, falls da noch Platz ist. So. Ah, braucht man sonst noch irgendwas? Mir fällt jetzt nichts weiter ein, was man irgendwie noch dringend bräuchte, um Kibbel herzustellen. Können wir schon mal den ersten Schwung an Eiern mitnehmen. Was haben wir denn hier? So, die sind halt sehr schwer, ne? Ich muss halt gucken, was ich alles tragen kann. Das geht noch, das geht noch. Ja, die 100 Dodo-Eier, die werden nicht gehen. Das ist einfach eindeutig zu viel. Oh, jetzt wird es langsam kritisch. Das reicht. So, mehr kann ich jetzt nicht nehmen. Ich laufe schon ganz langsam. Dann müssen wir noch den Fisch kochen. Gekochtes Fleisch und Prime habe ich auf jeden Fall. Jerky und Prime Jerky habe ich auch. Blumenpilze habe ich auch. Chitin habe ich auch. Ich glaube, Keratin braucht man nicht. Ja, dann, ich glaube, es gibt das ein oder andere Kibbel, wo man vielleicht Honig reinmacht. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Türchen wieder zu. Packen wir erstmal den Fisch hier rein. Ja, das läuft hier alles über Strom. Das ist natürlich super. Zack, bitte sehr. Ja, den Gucker, den habe ich ja hier oben. Tue ich schon mal alle Eier rein. Ne, nicht, das ist der falsche Gucker. Diesen hier will ich. Genau, den guten Gucker sozusagen. Der auch wirklich hält, was er verspricht.
So. So, den anderen Kram, ja, Pilze kann ich auch gut gebrauchen. Ja, den anderen Kram, den werde ich mal zusammentragen und dann machen wir einfach mal den Topf an und gucken mal, wie schnell hier unsere ganzen Kibbel zusammenkochen. So, ich glaube, es sollte jetzt eigentlich soweit sein. Da sind auf jeden Fall eine ganze Menge Eier drin. Prime Meat, normales Fleisch, Fischfleisch, Prime Jerky, normales Jerky, alles an Gemüse, Chitin, Keratin, Sepp, Pilze, Blumen. Sollte alles da sein. So, wollen wir doch mal gucken. Einschalten. So, irgendwas fehlt. Ach ja, Meobären und Fasern. Habe ich wahrscheinlich nicht. Ah, schön. Dass man immer an sowas dann scheitert, ne, letzten Endes. Meobären und Fasern. Ja, stimmt, da war ja noch was. Zack, zack. Machen wir es nochmal ganz kurz aus. Nehmen wir mal hier kurz die Sichel. Und fasern hier noch ein bisschen vor uns hin. Was war das noch? Meobären. Sollte ich aber eigentlich bei meinem, in meinem Futtertrog haben. So. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ach, immer. Irgendwas fehlt doch immer. Irgendwas ist immer nicht da. Also. Dann bitte sehr. Meobären. Nehmen wir einfach mal alles. Türchen auf. Ja, dann haben wir hoffentlich schon mal eine ganz patente Anzahl an Kibbeln, sodass ich halt wirklich die meisten meiner Babys eigentlich, also ich sollte sie eigentlich dann alle imprinten können. So, packen wir den Kram hier auch noch rein. Gucken wir nochmal, was wir jetzt gleich alles herstellen können. Einschalten. Wow, guckt euch das an. So, das kann ich nicht, weil ich kein Titanbohrei. Sarko-Ei, Spino-Ei. Kairuku-Ei. Weil manchmal fehlt ja nicht nur das Ei, sondern einfach tatsächlich irgendein Gegenstand. Nee. Also hier fehlen bis jetzt überall nur die Eier. So, was haben wir hier? Tabejara. Oh, hier fehlt schon geräuchertes Prime. Dann müssen wir mal was nachlegen. Ich wusste nicht, dass wir davon so viel brauchen. Lege ich einfach mal die Dinger hier noch rein. So, kann man jetzt noch mehr? Fasern fehlen schon wieder. Ich sag dann, irgend so einem Kack scheitert es dann. Lächerlich. Lächerlich. Ja, man braucht doch ganz schön viel. Danach fehlen wahrscheinlich die Meobären, weil man braucht ja immer, ich glaube, zweimal Faser, dreimal Meobeere oder andersrum. Also davon braucht man immer auf jeden Fall mehr als nur eins. So. Da der Gucker ja so unglaublich schnell funktioniert, ja, verbraucht er das ja auch in Windeseile. Das ist wirklich unglaublich. Aber das ist ja toll. Deswegen wollte ich den ja unbedingt haben. Damit ich halt alle Eier, die ich inzwischen hier mit diesem Eierkollektor aufgehoben habe, ja, die ich niemals alle hätte von Hand aufheben können. Da wäre mir bestimmt mindestens die Hälfte bei entgangen. So, jetzt haben wir erstmal wieder 1000. Hep, 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 hep. Schnell, 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 schnell. Und drin da mit den Fasern. Und ich hoffe, es geht jetzt weiter. Ja, sehr gut. So, was war hier unten noch? Aquatikpilz, sehr gut. Die ganzen Aberranttiere. Der braucht zum Beispiel rohes Hammelfleisch. Aha. Hier braucht einer tatsächlich mal Honig. Meobeere. Jetzt fehlt es an Meobeeren. Oh, Leute. Ich habe alle Meobeeren, die ich hatte, da reingetan. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal das sozusagen hier ausmachen. Ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich einen riesen Haufen. Also mindestens von jeder Sorte, die wir herstellen können, schon mal ein. Guckt euch das an. Cool. Mal gucken, die sind ja jetzt zum Glück nicht mehr ganz so schwer. Dann packe ich die nämlich hier alle in die Kühltruhe nebenan. Ja, und wenn wir dann jemals irgendwelche Babytiere imprinten wollen, dann können wir das ganz wunderbar machen, denn wir haben den ganzen Kram ja jetzt hier. Ich habe auch noch ein paar Kibbel unten drin. Ja, aber ich würde doch sagen,
Wir haben uns mal wieder etwas weiterentwickelt, dadurch, dass hier zum Beispiel die Rohre reingehen. Also von der Seite sieht es gar nicht so schlecht aus. Sieht aus, als ob es dazu gehört, ne? Die Rohre sind da, diese komische Anzeige da drüben. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Hier, naja, das ist da nicht so toll, aber egal. Alles funktioniert mit Elektrizität. Wir haben auch den Grill. Wir haben auch einen Kühlschrank. Hier drüben soll ja nochmal der Chemietisch hin. Da wusste ich jetzt nicht genau, wie groß der ist. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar mehr Perlen. Und ja, aus dem restlichen Kristall und so weiter würde ich dann erstmal den Stall weiterbauen. Aber ich denke, dass es das an dieser Stelle auch wieder gewesen ist. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Steampunk. Bis dann, ciao, ciao.